Schön, dass du da bist. Guter. Ja, ich freue mich auch sehr. Ja, wenn man deine Stimme hört, Mario zum Beispiel denkt natürlich zuerst an Steven Seagal, weil er ein großer Fan auch von Steven Seagal-Filmen ist. Da bist ich, du denke nicht der an, ich denke an einen Weihnachtsvierteiler von 1978. Ja, aber da hatte ich noch nicht diese Stimme. Und ich denke eher so auch an die ganzen Freitagskrimis, Derek und so, wo du oft dabei gewesen bist. Bei dem einen oder anderen, ja. Also man sieht vor und hinter der Kamera. Ja, du bis 86 vor der Kamera, parallel dazu, aber auch schon synchron seit den 70er Jahren. Genau, synchron hast du schon eine ganze Menge Sachen gemacht. Jo. Und damit die Zuschauer erstmal einen Einblick bekommen, überhaupt, was du alles so gemacht hast, haben wir mal einen kleinen Einspieler vorbereitet mit ein paar Beispielen. Eckhard Belle ich selber überrascht. Wenn Machete lebendig gefasst wird, kommen alle meine Geschäfte ans Licht. Ihr habt 24 Stunden, um ihn zu erledigen. Oder ich werde es persönlich übernehmen und diesen Kerl umbringen. Pinche Puto. Wen haben Sie angerufen? Wen? Wen haben Sie angerufen? Fuck you. Ich habe ein Geschenk für Sie. La Señorita Bouvier. Kennen wir uns nicht irgendwoher? Nein. Oh doch, ich kenne Sie. Sie haben mal für Freunde von mir Charterflugzeuge geflogen. Ich habe einen Job für Sie. Gehen wir beide nach draußen und reden in Ruhe. Nehmen Sie Ihre Finger weg. Sie ist mit mir hier. Dich hat niemand gefragt, Gringo. Er gehört zu mir. Die Hände bleiben auf dem Tisch. Hey, Freundchen, klären Sie uns auf. Wer zum Teufel seid ihr, Leute? Ich bin Dr. Meadows. Wir sind ein von der Regierung eingesetztes biologisches Konservierungsteam. Biologische Konservierung? Wir sind Mikrobenjäger, junge Dame. Leck! Was machst du hier, Freundchen? Diese Marsmänner erklären uns, wie wir unsere Exkremente frisch halten können. Gerald hat recht. Wir werden alle hier sterben. Das werden wir nicht. Wir werden hier sterben, wir alle. Nein, das werden wir nicht. Wir werden nicht sterben, wir werden abhauen. Wie weit bist du gekommen, Scotty? Gibt es außer der Brücke noch einen Weg? Scotty, antworte mir um Himmels Willen. Scott! Scott! Ash, ich will nicht sterben. Du wirst mich doch hier nicht im Stich lassen, oder? Ash, ich will nicht sterben. Du wirst mich doch nicht im Stich lassen, oder, Ash? Genieß den Anblick, mehr ist nicht. Du meinst, es gibt nichts Außergewöhnliches? Nein, nichts. Die Mitochondrien in Mrs. Myers Blut sind genauso normal wie die der anderen Probanden. Nichts deutet auf einen Auslöser für diese außergewöhnlichen Kräfte. Wir müssen vielleicht noch tiefer gehen. In den Zellkern, meinst du? In die DNS. Wir haben alles andere schon überprüft. Ben hat unser Equipment doch für mehr Arbeitsleistung ausgebaut. Hat er das Mikroskop schon für eine höhere Auflösung modifiziert? Die liegt bei 200.000. Doch hier ist eine handgeschriebene Markierung, auf der steht 1 Million. Dann lass es uns mal testen. Und dir zwei! Ich mach dich jetzt fertig, du Rotznase. Und Gum Gum? Jack Gatling! Ja! White Launcher! Er ist noch viel stärker als früher. Jetzt bist du fällig! Er ist weg. Er ist schnell. Wo steckt er? Ja. Ja! Das und das ist ja nur ein kleiner Aufstand gewesen. Ich habe gesehen, deutsche Synchrondatei über 800 Einträge. Ja, es dürften ungefähr so 3000 sein, aber Herkules beispielsweise haben 100 Folgen gemacht und so. Ja. Und viele Sachen, haben die noch gar nicht gefunden oder aufgelistet. Also meine Kauliste ist, glaube ich, noch ein bisschen länger. Ja. Also ich mache das ja auch schon seit weit über 40 Jahren, 45 Jahre, 46 Jahre. Kannst dich dann aber auch nicht mehr an jedes Einzelne erinnern, oder? Wenn einer sagt, den hast du gesprochen und den hast du gesprochen. Ich habe mich jetzt ein paar Mal wirklich gewundert. Cool, das war der Smoker von One Piece. Dann natürlich
Bill Bixby, an den James Bond Film gar nicht. Ach, interessant. Und an den, wie heißt der, Tanz der Teufel oder was? Tanz der Teufel, ja. Kulthorrorfilm. Ja, aber ich weiß nicht, Horrorfilm, ja. Aber es wird schon so sein, ich weiß es wirklich nicht. Ja. Ja, vor allem bei Tanz der Teufel war ja nun jahrzehntelang auch verboten, beschlagnahmt und ist jetzt von Sony Pictures, kommt er jetzt raus. Ah ja. Ab 16 Jahren sogar jetzt freigegeben. Ja, ist es dann zusammengeschnitten oder so? Nee, die nee ungekürzt jetzt. Ungekürzt, und dann müsste ja Hostel auch irgendwann worden. Mal frei kommen. Deswegen kommst du auch nochmal mit deiner Stimme zu Ehren. Das ist ein echter Kultfilm, Tanz der Teufel, ein Horrorkultfilm. Ja? Ja. Okay, jetzt finde ich witzig, dass ihm sowas gar nicht bewusst ist. Das ist witzig, ja. Das ist, das also wenn ich das selbst wenn ich den Titel lese und da auch meine Stimme höre, aber wie lange ist das her? 30 Jahre? Der ist von 82, über 30 Jahre. Ja. Ich finde ihn auch nicht so wichtig übrigens. Aber nein, aber ich meine, da war ja viel das ist Alkohol auch im Spiel. Also. Ich weiß, dass das so ist, ja, ja. Ja, man muss das ja nicht gut finden. Und Holger schrieb mich an, der hat auch mal einen James-Bond-Film synchronisiert. Da dachte ich, was, in welchen denn? Und da war ich überlegen und dachte ich auf einmal, ah, das ist bestimmt Dario Benicio del Toro in Lizenz zum Töten. Und danach habe ich natürlich auch schon direkt hier unterschreiben lassen. Natürlich. Der Bond-Fan nutzt die Gelegenheit. Genau. Aber den del Toro hast du dann nicht dauerhaft gesprochen? Nein. Das war noch zu der Zeit, als wirklich dann so große Kinofilme, das ist jetzt wieder so, aber große Kinofilme in München synchronisiert wurden. Es gab eine Firma, es war die Cine-Adaption, die hatte einfach Lizenz für die ganzen James-Bond-Filme. Und da wurden auch die Star Trek-Filme gemacht. Und als dann aber in Berlin immer mehr mit Preisen runterkam, die man nicht eingehen wollte, also die wurden immer billiger, dann wanderte das alles und die vielen guten Sprecher in Berlin. Wir konnten dann gar nicht mehr die ganzen Filme, die großen, besetzen. Und dann ging alles nach Berlin und jetzt kommt es so langsam wieder zurück, weil sich viele große Synchronfirmen eine Dependance in Berlin leisten, sodass sie ihre Studios in Berlin und in München haben und teilweise in Köln, sogar hier in Hamburg Kooperationen eingehen, sodass man also die Sprecher, die man haben möchte, in dessen Heimatstadt aufnimmt. Manchmal ist es aber auch so, dass ich für 10 Takes nach Berlin fliegen muss, bin eine Viertelstunde im Studio und dann fliege ich wieder zurück, weil irgendwie der Regisseur dabei sein möchte oder weil es wichtig ist oder weil die Synchronfirma dadurch eine Menge Geld verdient, weil sie ja eine Tageskarte zahlen müssen und dann ihren Gewinn dadurch vergrößern und den Flug und solche Geschichten. Aber was da wirklich dahinter steckt, weiß ich nicht. Wichtig ist mir, dass ich rumkomme und Meilen sammle. Ja, darf ich ganz kurz? Ja, bitte. Ich möchte einen Gruß nach England schicken an Alison Banner, die wunderbar sich um die Ecke Belle Page kümmert, die also überall Fotos aufkauft und so. Und ich weiß, dass sie aus England zugeschaltet ist. Diesmal ganz offiziell vielen, vielen Dank. Thanks, Alison. You do a great job. Thank you. Das habe ich ihr versprochen. Sehr schön. Wenn ich mich zurückerinnere an die 70er, 80er Jahre, da bist du ja Dauergast im deutschen Fernsehen durchaus gewesen. Ja, da gab es ja auch nur drei Sender. Genau, ja, aber halt oft so auch zu den besten Sendezeiten, so sehr bekannte, erfolgreiche Krimiserien. Ja. Das ist der Herr. Guck mal hier. Ja. Genau. Ja. 23. Hast du die DVD sogar davon? Achso. Ich habe sehr viele dieser Weihnachtsvierteile, ja. Weil das natürlich bei mir auf diesen Nostalgie genau, Faktor das waren diese hat. Berühmten Weihnachtsvierteile. Kurz nach Raimund Harmsdorf kam nämlich Eckhard Belle. Naja, es war Schatzinsel ging es los, dann kam Raimund Harmsdorf. Aber diese Abenteuer des David Belfast ist eigentlich schon der Abgesang auf die Adventsvierteiler. Das basiert auf zwei Romanen von Robert Louis Stevenson, Kidnapped und Catriona. Mhm. Den ging langsam der Stoff aus und irgendwann wurde auch diese Sendezeit jeden Advent, 1., 2., 3., immer 20.15 Uhr ZDF. Da hing die Nation am Fernseher und bei David Balfour sieht man schon, die Geschichte wird immer dünner. Man sieht hört diese wunderbare Musik von Wladimir Kosma, wenn er durch die Highlands wackelt. Und danach war es dann Schluss und dann kamen ja so Serien wie Silas und so, die dann eher das jüngere Publikum. Aber der lief schon noch recht gut. Ich habe danach, also die danach sind teilweise vergessen, die dann zwei in den 80ern kamen. Gab's noch, ja, das war dann am Ende. Ja, ich würde den so im Mittelfeld aus dieser Zeit. Ich darf ihn jetzt nicht verdammen, es hat ja auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, waren 132. War ja auch eine große Rolle. Ne? Das war eigentlich die Titelrolle. Ja, ja, also genau. In deiner Karriere meine ich es. Ja. Erfolgreich nicht wie auch von den Weihnachtsserien Nesthäkchen, wo du auch eine Rolle spielst. Ja, so eine durchgehende im Hintergrund. Mit der kleinen Susanne Uhl. Ne? Genau, ja, richtig. Ja, Abenteuer des David Balfour. Vielleicht kennen viele einfach den Mehrteiler nicht mehr, aber die Musik
ist bestimmt vielen bekannt. Dadurch auch, dass die Kelly Family später mal eine Adaption dieses... So drei Jahre später, glaube ich. Eine gesungene. Im Film war es ja die Instrumental. Und wir haben mal einen kurzen kleinen Zusammenschnitt von so ein paar kleinen Fernsehauftritten von dir. Und wir beginnen natürlich mit David Balfour. Das ist großartig. Frau Loon ist tot. Tot? Ja, aber war sie denn so schwer verletzt? Nein, sie ist ermordet worden, heute Morgen, gegen 4 Uhr. Ermordet? Jemand hat sie mit einem Kissen erstickt. Sind Sie von der Polizei? Ja, Mordkommission. Inspektor Klein, mein Name ist Derek. Was ist denn? Polizei ist da, Vater. Zur Polizei? Was wollen die denn hier? Guten Tag. Guten Tag. Was wollen Sie hier? Sie stören meinen Sohn. Da drüben steht ein Trainer, der sucht Spieler für seinen Verein. Berufsspieler, verstehen Sie? Na nun los, geh wieder aufs Spielfeld. Ist deine Chance. Ist ja längst abgepfiffen. Nun geh hin, zeig dich. Lass dich ansehen. Hör dir an, was der Mann zu sagen hat. Ossi, Junge, was ist denn mit dir los? Darf ich denn? Aber natürlich, wir wollen Ihnen ja keine Chance vermasseln. Danke. Moment bitte. Kann ich Sie mal sprechen? Warum? Nicht hier. Können wir nicht da reingehen? Was wollen Sie denn? Kaufen. Ein halbes Gramm. Ich hab Geld. Was für ein Gramm? Age. Age? Was meinen Sie denn damit? Ich brauche einen Hit. Bitte. Ich hab Geld. Ich kann bezahlen. Ein halbes Gramm, bitte. Die haben es irgendwie doch auch immer verkauft. Ach, du bist der Junge. Dich habe ich doch bei den Bullen gesehen. Die haben mich gezwungen. Einfach geholt. Ich muss das tun. Wie viel Geld bezahlen die dir denn? Nichts, gar nichts. Ich krieg kein Geld. Hier. Das ist kein Trick. Ich brauche es wirklich. Sehen Sie. Da wär ich Major von Tellheim, den man durch Herrn Lessing kennt. Nach 5 Akten kommt's mit Minna, doch noch zu dem Happy End. Auch ich muss 5 Akte warten, bis man mir dank Herrn von Kleist als dem Prinzen, dem von Homburg, die Begnadigung erweist. Vom Theater, vom Theater. Ja, das musste noch mit rein. Ja, nein, das ist auch, große, ist auch wunderbar. Fernsehunterhaltung. Tolle Erinnerung. Von 1 zum ja. Bock. Diese Songs wurden ja auch extra immer geschrieben für die Shows. Alles natürlich, alles. Für kreativen Aufwand. Ja. Wir sind einen Tag vorher, 2 Tage vorher nach Frankfurt geflogen, waren dann beim Hessischen Rundfunk, haben die Lieder aufgenommen. Zum großen Kummer des Komponisten und der Musiker, weil ich nun absolut unbegabt bin für Singen. Und dann irgendwie haben wir es da hingekriegt und dann sind wir in den Spielort gefahren und haben dann so dort geprobt. Ja, und dann war live, richtig live und mit super Appleboy vorher. Glücklicherweise Playback, weil mir wäre oft da nicht eine Zeile mehr eingefallen. So granatenvoll waren wir alle. Ja, ja. Alle. Übrigens, Fragen im Chat und Eckhard Belle an Pantoffel TV, an den User Pantoffel TV bitte stellen, weil ich bin diesmal unter dem Namen im Chat. Ja, wir haben ja gerade ein paar Schauspieler gesehen, die ja auch wiederum alles bekannte Sprecher sind. Volker Lechten bringt natürlich ja, einen Sprecher. Großartig. Reinhard Lemnitz, ja, der ja später dann wiederum den Zeitungsreporter im Hulk auch gesprochen hat. Richtig, also, der immer hinter dem Hulk her ist. Man trifft sich immer irgendwie. Und Reinhard und ich treffen uns immer noch häufig. Er ist ja, schon weit über 80, aber immer eine große Freude, ihn im Studio zu haben oder ihn zu treffen. Wir werden ja mittlerweile immer nur noch einzeln aufgenommen, also nicht mehr zusammen mit 3-4 Leuten vor dem Mikro. Aber wenn man sich sieht, dann warte ich auch mal eine halbe Stunde lieber, wenn ich fertig bin und warte, dass man zumindest mal Servus sagt. Oder ja. So, echt, das ist toll, das ist ein richtiger Kämpfer.
Toller Mann. Ja, aber das war ja auch eine spannende Zeit. Du hast ja mit allem gedreht, was Rang und Namen hatte in Deutschland. Also das kann man ja sagen. Es gab ja keinen anderen. Ja gut, aber das ist ja... gibt es da irgendwelche... Wer war besonders sympathisch? Wen hast du überhaupt nicht Eigentlich gemocht? Alle, weil ich wüsste jetzt nicht, dass ich sagen würde, das war ein Aff. Mhm. Ich erinnere mich nur an Armin Müller-Stahl, den ich sehr bewundert habe. Aber wir haben eine Szene, als wir uns vorgestellt wurden, wenn jemand in die Hand gibt und du sagst, was ist das für ein Lappen? Das ist einzig unangenehm, ansonsten ist das ein wunderbarer Schauspieler. Nee, also ich bin eigentlich mit, nicht, man sagt das immer, wie kommst du mit jedem zurecht, das ist ja furchtbar. Nee, aber wenn man zusammenarbeitet, dann hat man sich ja zu arrangieren und ich habe also keine negativen Erinnerungen an keinen. Horst Tappert, der kommt im Fernsehen immer so ein bisschen Knochen in den Ja, das ist ja auch seine Rolle, die Herr Reinecke so für ihn da angelegt hat. Und der war sehr nett und sehr herzlich. Manchmal kommt man mit ihm lachen. Manchmal hat er wohl Probleme, aber das hat ja jeder von uns nicht so gut drauf. Okay. Aber bei den 8 Folgen, die ich, glaube ich, direkt gedreht habe, die sind toll miteinander ausgekommen. Super. Aber du hast irgendwann schon relativ bewusst entschieden, die Schauspielkarriere zurückzufahren oder sogar ganz zu beenden und dich auf die Synchrongeschichte zu konzentrieren. Ja, genau, weil ich war ja immer auf der Suche. Ich habe ja angefangen mit Schultheater und dann, nein, ganz früher habe ich angefangen mit eigenem Kasperletheater. Dann kam Schultheater, dann kam das Drehen. Dann habe ich gedacht, aber du musst ja auch trotzdem Theater spielen. Dann bin ich auf 2 Tourneen gegangen und war immer auf der Suche, weil ich wollte eigentlich nie Schauspieler werden. Ich fand das nur einfach toll, wenig Arbeit, viel Geld. Das fand ich großartig und dann ging das mit dem Synchron los und da fühlte ich mich, hallo, hier kann dir niemand was anderes interpretieren. Da ist der Originalschauspieler, dem dienst du jetzt. Und dann, es kam dann die Zeit, wo dann die Jungfilmer und so sagten, du, ich sehe das aber anders und so und kannst du nicht mal so. Das war nochmal gar nicht meine Welt. Und Synchron, immer eine kontrollierbare Arbeit. Spul doch mal zurück, wie, das war unsauber? Nee, es war nicht unsauber. Na gut, dann müssen wir es nehmen oder wir nehmen es. Mhm. Und das habe ich dann wirklich ein paar Mal angekündigt. Und dann nach dem letzten Derek 86 Fall Weidenau bin ich dann in Urlaub gefahren und habe mich dann aber abgemeldet bei der Agentur und gesagt, nichts mehr, ich synchronisiere. Aber ich habe natürlich in den 80er Jahren dann schon sehr viel synchronisiert. Mhm. Und bin dann auch bei Herrn Ringelmann in Ungnade gefallen, weil ich sollte... Das ist der Produzent noch von Derek unter anderem gewesen. Ja, der Produzent, der große Produzent Ringelmann, also der alte Derek. Und da bin ich in Ungnade gefallen, weil ich hatte eine Serie in der Bavaria synchron angenommen. Und er sagte, kam ja oft 3 Tage vorher und sagte, du hast jetzt ab morgen 15 Drehtage. Und ich sagte, tut mir leid, kann ich nicht machen. Ich bin in der Serie im Synchron, geht nichts, Zeit ist geblockt. Das hat er mir nie verziehen. Mhm. Weil er sagt, dieses Dunkelkammergewerbe, aber bezahlt wird er im Hellen, habe ich gesagt. Na, habe ich nicht gesagt. Alter Synchronsprecherspruch. Wird zwar im Dunkeln gesprochen, aber im Hellen wird bezahlt. Ah, ja. Und da war das dann zu Ende mit der Karriere. Ja. Du hast aber auch durchaus noch Filme gemacht, die auch international gewesen sind. Ja, das war toll. Du hast mir vorhin schon erzählt, du hast mit Sam Peckinpah mal gepokert und gesoffen in Nacht. Gepokert und besoffen für Steiner, das Eiserne Kreuz, erster Teil. Ja. War besetzt, granatenvoll, hatte beim Pokern gewonnen. Und am nächsten Tag rief seine Assistenz an und sagte, you got the part. Ja. Und dann habe ich das meiner Freundin erzählt, mit der ich damals zusammen war, Verlobte sogar. Ja. Und die sagte, wenn du das machst, 10 Wochen in Piran drehen, dann trenne ich mich von dir. Und da hat die Liebe gesiegt. Und ich habe aber einen Kollegen, den Dr. Nofka, Michael Nofka, das ist der Neffe von Grete Weiser gewesen, ein guter Freund von mir. Wir hatten zusammen gerade Block 7 gedreht, eine Fernsehserie. Und ich sagte, Alter, komm in meine Agentur und wir schlagen dich vor für meine Rolle. Wir müssen den Sam Peckinpah irgendwie beruhigen. Und er hat dann die Rolle bekommen und hat dann mit dem Coburn gedreht. Und ich, wie gibt meine Freundin, aber auch nicht für sehr viel lange. Ne? Und die Freundin war kurz darauf auch weg, oder was? Nicht kurz, die hat mir dann noch eigentlich Soko versaut. Weil da war ich bei der Elan-Film, da wurde ich gebeten zum Produktionschef und der sagte, du, wir haben hier eine neue TV-Serie, wir haben noch nicht die Hauptrollen, aber es gibt einen, der heißt der Durchläufer, du bist fest besetzt. Und ich kriegte so einen Stapel Ding und da war dann, auch sagte die Freundin auch, nein, du machst das nicht, du wirst Kaufmann, ich will das nicht, will nicht mit einem Schauspieler zusammen sein. Das war dann die Rolle, die der Bernd Herzsprung bekommen hat. Ich sagte auch ab, war ich auch bei der Elan-Film irgendwie so ein bisschen.
Mensch. Unten durch. Ja, ja, macht nichts. Die Freundin konnte nicht mehr so lange da sein, weil man weiß ja, glaube ich, dass du dann mit der Partnerin aus David Balfour zusammen. Ja, ja, weiß Gott. Das war genau, das war, da war der Cut. Ich bin nach England gereist. Ich war, bin nach England gereist und da haben wir vorher Schluss gemacht. Ja. Weil das war ja genau für sie 140 Drehtage oder 132 Drehtage. Das ging gar nicht mehr. Aber wer weiß, wenn du bei Steiner mitgespielt hättest, ob das vielleicht ein Türöffner gewesen wäre. Ich wollte gar keine Tür, die aufgemacht wird. Ich wollte einfach sowieso, es war sowieso genug zu tun. Mhm. Also wir hatten drei Fernsehsender, also zwei ernstzunehmende, ARD und ZDF. Und da gehörte ich, sagen wir mal, zu diesem Kuschelkreis, der einfach, da wurde nie kein Casting gemacht, sondern da spielt der Bälle das und das nicht und das. Und wenn man mal drin war. Netter Schwiegersohn und juhu. Also ich musste da nie so richtig kämpfen für Rollen. Wäre vielleicht besser manchmal gewesen, weil ich habe so manche Sachen schon gesehen, da würde ich sagen, na, hättest du mal lieber Sascha Hehn das überlassen. Ja, Blauer Bock haben wir ja eben schon gesehen. Ja, toll, das immer war wieder toll. Also so Fernsehauftritte in Shows, das war aber wahrscheinlich... Nee, da kam Gottes Willen. Du bist ja auch so jemand gewesen, man kannte das Gesicht, ja. Aber du bist nicht so jemand jetzt irgendwie, der jetzt so, sofort vom Namen her allen bekannt war. Ne? Also nee. Mehr so. Vielleicht damals so 78, 79. So wie George Kennedy, wie wir gerade gesprochen hatten, in Hollywood-Filmen. Immer stimmt. Jemand, der oft immer mal so in Nebenrollen auftaucht, die man kennt. Aber irgendwo da genau. Kleben bleibt. Genau. Aber es hat mich auch nie so nach vorne. Es gibt ja Leute, die gesagt haben, oh, du musst ein Interview machen und da können wir nicht in solche. Nee, lass mal in Ruhe. Das Wichtigste ist, die Regisseure kennen dich. Die Autoren kennen dich und was hilft es mir, was bringt es mir, wenn jemand sagt, egal, Bälle. Es gab nach David Balfour tatsächlich solche Momente, aber darauf kann man dann an einer gewissen Zeit auch verzichten. Ach, da warst du doch mal in der Bravo und so drin wahrscheinlich. Ja, in der Bravo, ich glaube, ich habe nach England geschickt, so ein Paket mit Zeitungen, die meine Mutter gesammelt hat und meine Schwester. Das sind solche Packen, von alle Yellow Press hoch und runter und da und also das ist unglaublich. Ja. Ich bin ja ein großer Fan von der Hulk-Serie. Wie bist du damals an die Synchronstimme von Bill Bixby gekommen? Der ja eigentlich schon deutlich älter war, als du damals warst, oder? Ja, ich weiß nicht. Also das war in München so. Die RTL hat die Serie nach München gegeben. Feststand haben und Neugebauer. Und wenn ein Synchronregisseur, also der so Buch und Regie machen sollte für die Synchronisation, und damals konnte der Synchronregisseur noch sagen, wer soll den sprechen. Und der hat gesagt, den spricht der Ecki. Und da hat man drauf gehört, da gab es kein Casting, gar nichts. Und wir hatten schon, ich glaube, den Chef vorher gemeinsam gemacht. Dann, das waren so 5, 6 Jahre, da haben wir eine Serie nach der anderen gemacht. The Flash, Chef mit Christian Tramitz und Lupinski. Und dann eben Hulk, das lief ja alles so parallel. Wir waren einfach so unser eigenes Universum. Ja. Es war auch so, wenn Habenmuth mit dem Schreiben nicht nachkam, dass ich dann allein im Studio war und die Texte kamen per Fax und wir haben dann aufgenommen. Also es war unglaublich, weil es einfach zu viel war. Es kamen dann unglaubliche Geschichten da zustande. Ich finde auch die Hulk-Serie außerordentlich gut synchronisiert, muss ich sagen. Ja, alleine der Text von Habenmuth Neugebauer und seine Regie. Ja. Und Habenmuth Neugebauer war auch so, wenn er wirklich die ganze Nacht durchgetextet hat. Also, der war hinten in der Regie. Wenn der Tonmeister sagt, Ecki, was war gut? Ja. 20 Takes, du hörtest Habenmuth immer ein bisschen schnarchen. Und dann hast du gesagt, jetzt wollen wir mal gucken, ob er aufpasst. Und mache eine extra eine falsche Betonung. Ja. Nee, Ecki, so nicht. Also er hörte immer zu. Nicht schlecht. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.